Eine heiter beschwingte Szene mit Liebespaar. Jedoch, dies ist der Iran. Und es steht zu vermuten, dass die entspannte Stimmung nicht anhalten wird. Ein mehrfach preisgekrönter iranischer Film aus Deutschland oder ein deutscher Film, der im Iran spielt, von Behrouz Karamizade. Ich bin in Deutschland groß geworden, aber ich bin immer wieder ab Mitte 20 immer wieder in den Iran gereist, habe die Familie besucht und das Land hat mich immer fasziniert und das Kino Irans hat mich immer fasziniert. Mit den Filmen Irans bin ich groß geworden und für mich war es immer ein Traum, mein Debütfilm im Iran zu realisieren. Und dann habe ich mich gefragt, was interessiert mich denn an diesem Land? Was brennt denn für mich? Was ist das, was ich als jemand, der von außen kommt, sofort als erstes wahrnimmt? Und das war dann für mich, weil ich auch im Umkreis meiner Familie, also meinen Cousins und Cousinen war, gesehen habe, das ist diese absolute Ungerechtigkeit und diese schwierige Situation und Perspektivlosigkeit der jungen Menschen im Iran, ne? Weil die mir auch ganz nah waren, also meine Cousins, Cousinen, weil ich bin immer hingekommen, war dort im Urlaub, also Familienurlaub und konnte dann wieder weggehen, aber die mussten dort bleiben. Und dann habe ich mich angefangen, darüber Gedanken zu machen, was beschäftigt denn die? Was ist denn das, was für die schwierig ist und was sind ihre Hoffnungen und ihre Träume? Und dann habe ich sehr, sehr schnell festgestellt, dass diese Träume und Hoffnungen sehr, sehr oft in Sackgassen enden. Ich will mich nicht mehr länger verstecken müssen. Wann redest du denn endlich mit meinen Eltern? Sehr bald. Wann genau? Ist kein guter Zeitpunkt gerade. Wieso denn? Ich habe meinen Job verloren. Was? Du bist entlassen worden? Im Iran ist es so, wenn du einen richtigen Kinofilm machen willst, musst du das Skript, also das Drehbuch, vorlegen. Also es gibt eine Behörde, dem Kulturministerium, das legt man vor. Und dann wird die Drehgenehmigung erteilt oder nicht erteilt. Weil es natürlich viel auch damit zu tun hat, was erlaubt wird zu zeigen, auch vom Land. Und das ist ein kleiner Drahtseilakt. Und ich glaube, das ist jetzt auch nichts Neues, dass man bestimmte Dinge auch einfach nicht machen kann im Iran. Ich meine, wir erzählen eine Liebesgeschichte, aber in der Liebesgeschichte ist ja doch auch so, dass man über die Liebe sprechen muss und sie auch zeigen muss. Aber das kannst du im iranischen Kino nicht, weil Männer und Frauen dürfen sich nicht berühren, dürfen sich nicht zu nah sein, es darf keine Andeutung geben. Und damit muss man erstmal umgehen können. Aber diese Einschränkungen, dafür ist auch das iranische Kino auch berühmt und bekannt, bringen aber auch Einfallsreichtum und das weiß, wir müssen unsere Themen und über das, was wir sprechen wollen, in die Bildebene legen. Und das wird dann oft. Und wir haben dann entschieden, dass wir sehr poetisch drehen, dass wir sehr poetische Bilder machen wollen, dass wir die Liebe und die Emotionen richtig spürbar machen wollen in den Bildern. Und das ist einerseits eine Einschränkung, aber ist auch andererseits eine Herausforderung, eine Chance und bringt die Filme auf eine andere Ebene. Mama, ich will um die Hand von Narjes anhalten. Wie willst du das hinbekommen? Die Hochzeit und das Brautgeld kosten ein Vermögen. Also da gibt es eine Fischerei, die suchen eigentlich ständig Leute. Aber es ist über eine Stunde Fahrt, ich werde über Nacht bleiben müssen. Heißt das, dass wir uns erstmal weniger sehen? Hinter dem harmlos klingenden Fischerei steckt in diesem Fall ein Albtraum von Ausbeutung, Härte und Gesetzlosigkeit. Als ich in diesem Fischerdorf war, ich war erstmal baff von dieser Welt. Das ist ein geschlossener Kreis. Wenn jemand diese Arbeit macht, wie die das machen, in der Fischerei zu arbeiten, monatelang nicht bei ihrer Familie zu sein, das machen die nur, wenn du am untersten Einkommenstreppe bist im Iran. Das ist wirklich kein Job, um den sich jemand reißt. Neben diesen zwei Liebenden ist es mehr der dritte Protagonist. Und uns war es auch wichtig, das mehr von verschiedenen Seiten zu zeigen, in verschiedenen Zuständen, um auch über diese Entwicklung dieser Figur zu sprechen. Und da musste der Schauspieler auch richtig, richtig hart arbeiten, ins kalte Wasser springen. Das Meer am Kaspischen Meer ist ein sehr raues Meer. Es ist ein sehr stürmisches Meer, was sehr kalt ist. Und es ist kein Mittelmeer mehr. Es ist wirklich sehr rau und sehr kalt und auch sehr unberechenbar. Alle Kisten rauf hier! Was hat dich eigentlich hierher verschlagen, sag mal? Ich habe Arbeit gebraucht. Ich will meine Freundin Narjes heiraten. Dafür lohnt sich sogar so ein Knochenjob.
Aber die Bezahlung war richtig schlecht heute. Ist das normal? Naja, reich wirst du hier jedenfalls nicht. Ja, einer schon. Bassem, oder nicht? Ja, Bassem und seine Leute wissen, wie es geht. Sie machen auch irgendwelche illegalen Sachen. Aber da lasse ich die Finger von. Das sind alles Familienväter, ne, die ich erlebt habe. Aber unter denen gibt es eben auch, wie gesagt, auch Leute, die diese kriminelle Sache auch vorantreiben und auch die anderen in Gefahr bringen. Also der Stör ist ja ein Fisch, der von Aussterben bedroht ist. Dieser Fisch hat gelebt in den Zeiten der Dinosaurier. Also es ist ein Urfisch, der jetzt vom Aussterben bedroht ist. Aber diese Menschen, also nicht die alle Fischer, also die Wilderer, die dort sich teilweise unter diesen Fischern verstecken, die nehmen dieses Tier ohne Rücksicht, nehmen es aus und verkaufen den Kaviar. Rahim! Lass das Boot ins Wasser. Was willst du hier? Ich will bei euch mitmachen, Rahim. Mitmachen? Wobei? Ich will mit euch Stör fangen. Du willst mit uns Stör fangen? Wer hat dir denn sowas erzählt? Niemand. Ich habe Augen. Er ist ein guter Taucher. Er kann für Nader mit. Wenn du uns verrätst, Amir, dann schneide ich dir eigenhändig deine Zunge raus. Hörst du? Hast du mich verstanden? Ja, verstanden. Amir und Nayes haben in einer Neubau-Investruine ihr verstecktes Refugium gefunden. Entschuldige, dass ich so spät bin. Ich habe Pizza mitgebracht. Ich warte schon seit 2 Stunden auf dich. Ich musste leider noch kurz was arbeiten. Na gut, dafür bleibst du jetzt aber länger. Das geht nicht. Ich muss in einer halben Stunde wieder los. Amir! Es ist gerade einfach sehr viel zu tun. Und ich dachte, wir hätten endlich Zeit zusammen. Tut mir leid, Nayes. Mir war es wichtig, wenn ich einen Film im Iran drehe, dass ich das aus meiner Perspektive mache. Dass es nicht eine Perspektive ist von einem in Deutschland groß gewordenen und lebenden Menschen, aber auch nicht nur die Perspektive von einem iranisch lebenden und in Iran groß gewordenen Regisseur. Ich bin etwas dazwischen. Ich bin beides. Also ich bewege mich in beiden Welten und ich liebe beide Welten. Also von beiden Welten schöpfe ich Energie und mit beiden Welten trage ich auch meine Konflikte aus. Es war sicherlich nicht einfach, als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist und groß geworden ist, dann in den Iran kommt und den Leuten dort vor Ort sagt, was sie machen müssen. Ich muss ein fast 60-köpfiges Team leiten. Und das Vertrauen der Leute zu gewinnen, das war ein langer Prozess und kein einfacher Prozess. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass die Leute aus dem Iran dann irgendwann gesagt haben, okay, das ist kein typisch iranischer Film. Und passt auf, dass da nichts drin hängen bleibt. Und seid vorsichtig. Was machst du denn da? Bist nicht fürs Müllsammeln bezahlt. Als ich mit den Fischern immer rausgefahren bin und mich bei der Arbeit begleitet habe, gab es einmal eine Szene, die war für mich sehr, sehr signifikant und hat mich, es war auch ein Schlüsselmoment, wie ich überhaupt auf diesen Film gekommen bin, auf diese Grundidee gekommen bin. Wenn die Fischnetze reinholen, verfängt sich da drin auch sehr oft sehr viel Müll. Plastikmüll und der da über die Flüsse von den Städten ins Meer gelangt. Und dann habe ich gesehen gehabt, wie sie teilweise aus Kanistern den Müll wieder ins Meer schmeißen und den Müll auch komplett ins Meer schmeißen, obwohl sie die Netze vorher von dem Müll befreien, weil der Müll ihre Netze auch kaputt macht. Und dann wieder ins Meer geschmissen haben. Dann habe ich irgendwann mal so ganz naiv einen gefragt, so, aber wenn ihr den Müll jetzt wieder reinschmeißt, dann kommt er doch wieder in die Netze. Und außerdem ist das doch auch nicht gut, Müll ins Natur zu schmeißen. Naja, ich wollte doch nur helfen. Ah, willst du das, ja? Wirf's einfach wieder weg, Junge. Naja, aber wohin denn damit? Fragst du mich das jetzt ernsthaft? Wirf einfach alles zurück ins Meer, du Idiot. Und dann zurück an die Arbeit. Na los! Ich meinte, ja, okay, da hast du vielleicht recht, aber guck mal, das Meer ist voll vom Müll. Ob ich es wieder reinschmeiße oder nicht reinschmeiße, die Netze werden sowieso wieder voller Müll sein. Ich habe die natürlich erstmal beurteilt, das aus meiner
westlich geprägten Sicht so, wie kannst du nur? Weil wir reden jetzt hier die ganze Zeit so viel über Plastikmüll und Vermüllung. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, Dinge, die für die auch wichtig sind, die zerstören auch ihre eigene Grundlage im Grunde genommen. Weil die Fische sterben ja auch teilweise aus, weil diese Meere voll Müll sind, besonders der Stör. Trotzdem war denen das egal, weil der Mensch, wenn er am Existenzlimit ist und am Abgrund ist, dann schaut er nur bis zu seiner Nasenlänge. Du siehst auch nicht gut aus, mein Freund. Ist das etwa wegen Nagis? Irgendein Typ aus Teheran will um ihre Hand anhalten. Ist der Sohn von einem der reichen Freunde ihres Vaters. Anscheinend ist Geld das Einzige, was hier noch zählt. Dieses Land ist eine einzige Sackgasse. Man kann hier nicht sein, wer man ist. Und daran kann man auch nichts ändern. Bei mir ist es auch so. Wie meinst du das? Ich kam nicht wegen der Arbeit her. Ich bin sonst Journalist und schreibe eigentlich Artikel und Blogs. Jetzt muss ich aus meinem eigenen Land abhauen. Sie suchen nach mir. Also das ist auch inspiriert vom Leben von meiner Familie. Das waren Geschichten, die ich aus dem richtigen Leben genommen habe und mit denen gearbeitet habe. Und mir war es aber wichtig, keinen typischen Flüchtlingsfilm zu erzählen. Weil ich bin selber geflohen, als ich Kind war, mit meiner Familie damals. Aber ich wollte nicht einen typischen Flüchtlingsfilm erzählen, sondern wollte erstmal erzählen, was treibt die Leute oder was ist das, was die im Endeffekt dazu bringt, zu fliehen. Das heißt, das Ende des Films ist erst die Flucht. Was muss alles passieren, dass ein junger Mann, der seine Mutter im Land hat und seine Mutter dann auch alleine lassen muss, sich auf die Reise macht und sein Land verlässt, seine Heimat verlässt. Das Land, was er liebt. Und das wollte ich wirklich auf den Punkt bringen und zu zeigen, dass diese Menschen nicht einfach so in ein Boot steigen, um herzukommen, sondern dass da ganz, 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 ganz viel passiert.